Dieser Messer Wirtschaft zu mir herkommen und hat gesagt, ja, die Milch ist ja so teuer. Sag ich, wo soll die Milch teuer sein? Die Milch ist überhaupt nicht teuer. Was kostet? Ein Liter Milch kostet im Geschäft 1 Euro. Und wir Bauern haben keinen Schaß davon. Du, vor 30 Jahren haben wir gleich viel gekriegt für die Milch als wie heutzutage. Und dann hat der Trottel, hat er noch gleichzeitig eine Bulldose in der Hand. Sag, hat eine Bull in der Hand und sagt zu mir, dass die Milch teuer ist. Was kostet so eine Bull? So ein Red Bull kostet eine Dose, kostet 1,39 Euro. Das ist ein Viertel Liter. Das heißt, ein Liter Red Bull kostet 5,56 Euro. Aber die Milch soll teuer sein. Nicht? Und du weißt nicht einmal, was da drin ist in der Kaffee. In einer Milch weiß ich schon, was drin ist. In einem Liter Milch ist drinnen 1 Liter Milch von der Kuhli. Die frisst leider die besten Grasel. Aber was ist denn da in Red Bull drinnen? Red Bull ist drinnen so Arose, Glucose, Inosit, Aroma, Farbstoffe, Taurin, Zitronensäure, Magnesium. Ja, was ist denn das? So ein Kaffee, da saufen sie. Da saufst du das nur literweise mit dem Wodka klumpet. Kannst du den Milch auch mit der Wodka stricken. Nicht? Und dieser Mate schützt du vor 30 Jahren, der noch so was der Dumme verkauft. Und heutzutage macht er mit der Locken, macht er 100 Milliarden € Gewinn. Nicht? Da krieg ich einen Wut. Aber die Milch ist nicht zu teuer, sagen die Leute. Na, wenn ich schon so einen Bull hab, dann krieg ich einen so einen Kranter. Was ist jetzt da? Ha? Wo sind jetzt deine Flügel, du blöder bei deinen Rosen, du Geschissene, du? Ha? Ja. Sauft zur Milch, ist viel cooler. Fürdenk.